Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's Elias und wir haben weiter das Video für euch. Das Video kommt mal wieder ein bisschen später, ich hoffe, die meisten von euch sind auf jeden Fall noch wach. Aber ich habe auf jeden Fall was sehr Interessantes für euch am Start, und zwar habe ich Screenshots von ein paar Sachen für euch, die wir vielleicht in einem zukünftigen Update bekommen können. Wie ihr auf dem Thumbnail schon sehen konntet, geht es um Rampen, welche man eben im Gamecoding anscheinend gefunden hat. Solche Rampen würden auf jeden Fall perfekt zu diesen Stunt Races passen, welche wir schon in GTA 5 drin haben. Allerdings kommt das Ganze von einem Leaker, den ich persönlich gar nicht kenne, und deswegen bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob das Ganze eben echt oder fake ist, aber dazu komme ich am Ende von dem Video, weil da ist auf jeden Fall noch was Wichtiges. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Bilder. Ihr könnt jetzt eben diese Rampen sehen, und nein, man kann die noch nirgends auf der Map von GTA 5 sehen. Die erste Rampe sieht zwar ähnlich aus wie eine andere, welche wir schon bereits haben, aber auf jeden Fall ist es eine andere, und der Leaker oder halt Modder hat das Ganze im Gamecoding gefunden und hat es dann eben geschafft, diese Sachen praktisch spawnen zu lassen, ne? Und deswegen haben wir jetzt eben die Möglichkeit, das Ganze zu sehen. Was man auf jeden Fall sehr gut erkennen kann, ist natürlich, dass diese ganzen Rampen nicht für Autos gedacht sind, sondern eben für Bikes oder eben Skateboards, Inline oder sonstige Sachen. Und wie am Anfang schon gesagt, würde das Ganze wirklich perfekt zu einem Stunt-Update oder halt Stunt-Rennen passen, ne? Ich habe ja schon mehrere Videos darüber gemacht, und die meisten von euch wissen es eben, dass man diese Stunt-Races auf dem Social Club gefunden hat. Die werden also zu 100% mal kommen, und ich bin nur stark davon ausgegangen, dass diese Stunt Races dann eben mit Autos funktionieren. Aber jetzt, wo solche Rampen eben gekommen sind oder halt im Gamecoding gefunden worden sind, könnte es natürlich auch sehr gut sein, dass wir dann eben solche Stunt Races bekommen mit Fahrrädern oder halt BMX Bikes oder sogar, dass wir eben Skateboards bekommen und so weiter, mit denen wir dann eben rumfahren können. Also ich selber würde das Ganze auf jeden Fall extrem feiern, weil das wäre wirklich mal eine ganz geile Sache, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie auf einer Pipe mit den ganzen Sachen rumfahren könnte. Wir haben ja bereits auch schon ein paar Pipes in GTA 5, die eigentlich komplett useless sind, also mit ein paar BMX-Bikes kann man da eben rumfahren, aber das geht eben nicht so gut. Ich fände es auf jeden Fall ziemlich geil, wenn sie es eben möglich machen würden, dass man zum Beispiel mit Skateboards oder Inline oder sowas rumfahren könnte. Ich bin anfangs davon ausgegangen, als ich das erste Mal gesehen habe, dass das Ganze fake ist, denn inzwischen ist es ja möglich, irgendwelche Gegenstände von anderen Spielen, wie zum Beispiel Tony Hawk, Call of Duty oder sowas eben, in GTA 5 praktisch einzubauen, wie zum Beispiel auch diese Armbrust, welche ihr im Gameplay sehen könnt. Und deswegen bin ich eben davon ausgegangen, dass er das Ganze eben so gemacht hat, dass er irgendein anderes Spiel genommen hat. Allerdings habe ich dann eben mir die Mühe gemacht und einen GTA 5 Guru gefragt, also jemand, der sich wirklich perfekt mit GTA 5 auskennt. Der ist Jan22 auf Twitter, und ihn habe ich dann eben gefragt, und der hat mir dann eben bestätigt, dass das Ganze wirklich in GTA 5 drin ist, also im Gamecoding, aber es ist eben schon verdammt lange drin. Das heißt also, dass die ganzen Sachen nicht durch das neueste Update dazugekommen sind, sondern dass die eben schon extrem lange im Gamecoding drin sind. Ich gehe mal stark davon aus, dass Rockstar Games die ganzen Sachen entwickelt hat, aber sich dazu dann entschieden hat, dass die ganzen Sachen eben doch nicht verwenden. Und deswegen stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob wir das irgendwann noch bekommen werden. Und da wir jetzt eben diese neue Rennart namens Stunt Races bekommen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr groß. Falls ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt sie auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr eben zu den ganzen Sachen sagt. Dann war es mit dem Video auf jeden Fall. Fettes Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Übrigens brauchen wir noch 12 Likes auf meiner Facebook-Seite. Dann haben wir die 20.000 Likes erreicht. Auf jeden Fall eine krasse Sache. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, falls ihr doch mal vorbeischauen könnt. Und dann war es von mir. Ich bin da weg. Ciao. Haut rein. Halt die Fresse! Ding, 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 ding,